Dann geht zurück bei Transportfieber hier bei mir gespielt. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ja, und wir sehen, dass dieser Güterzug schon mal falsch fährt. Ja, wegen unserem Umbau in der letzten Folge. Weil die behindern hier unsere Passagierzüge. Ja, das habe ich jetzt mittlerweile auch schon behoben, wie ihr seht. Fahren jetzt die Güterzüge auch wieder da drüben lang. Ich habe hier die Stelle schon mal wieder off richtig gebaut, so dass die Passagierzüge hier einwandfrei fahren können. Ja, wir sind mit der Strecke hier noch nicht fertig, weil man sieht es hier schon, die fehlen noch Gleise. Die werden wir heute mal noch fertigstellen. Und zwar die bis zum Bahnhof runter haben wir jetzt eigentlich soweit. Mir fehlt nur noch eine Kreuzweiche, die wir hier noch installieren. Auch. Die geht auch. Sehr schön. Gut. Hier unten dachte gerade, hier steht ein Zug, aber dem ist nicht so. Ja, ordentliches Konstrukt mittlerweile hier, wenn man das so anguckt. Hier ebenfalls. Ja. Ein richtiges Gebastel hier. Gut, ja, wir wollen mit den Schienen natürlich hier hinten rein. Da sehe ich jetzt schon, da steht das Depot hier im Weg. Zur Not werden wir das halt kurz kappen. Würde ich mal sagen, wir gehen hier an die Gleise ran. So machen. Sollten wir hier nämlich noch vorbeikommen. Eben hier haben wir das Problem mit dem Depot. Wie schon angesprochen. Sehen wir uns das Depot hier im Weg ist. Da gehe ich jetzt wieder auf Pause, um das zu machen. Das Gleis muss nämlich auch weg. Das ist uns auch ein bisschen im Weg. Ja, ein bisschen ein ordentlicher Umbau jetzt momentan. Ja, das Gebäude muss weichen. Das geht jetzt nicht anders. Hier kappen wir mal, dass wir vorne reinkommen. Die können wir ja updaten, dann muss ich die nämlich nicht nochmals nachbauen. Brauchen wir eh nur die beiden Gleise. Sozusagen. So. Haben wir die nämlich auch schon angeschlossen. Die haben hier oben ja schon ein Depot. Wir können das Depot hier auch wieder hinstellen. Wir können die eigentlich wieder laufen lassen derweil. Ich könnte jetzt sogar vielleicht dieses Depot hinstellen. Gut, wir machen hier das lange wieder hin. Die Schiene ist da drüben.
das irgendwie drehen kann, das ist eine falsche Taste. Dass ich das ein bisschen angleichen kann. Können wir das nämlich ein bisschen hier aufs Portal raufstellen. Das Ganze. Und vielleicht sogar bis nach hier drüben. Doch eigentlich richtig gut. Mal schauen, ob die Linie. Ja, die macht jetzt eben genau das, was sie nicht soll. Aha, hier schauen sich wieder zwei Züge an. Moment, was macht ihr? Ist das hier noch was weg? Wieso steht der so doof da? Hallo? Ja, das ist jetzt ziemlich doof hier. Ist etwa die Weiche hier zu weit vorne? Das kann natürlich sein. Oder was ist mit dir los? Kein Weg elektrisch? Ja, der wartet auf irgendwas. Dem hier mal eine Weiche rein. Ja, die Kreuzweiche steht, glaube ich, zu weit vorne. So dass der nicht rausfahren kann. Müssen nur noch kurz schauen, was hier nicht in Ordnung ist. Ja, die Kreuzweiche steht zu weit vorne. Wenn wir die aber nochmals versetzen müssen, machen wir dann hier vorne hin. Hier gleich noch das Signal davor. Hin. Wir werden natürlich das Signal kappen. Und dann sollte der hier eigentlich wegkommen. Das machen wir hier drüben genau gleich. An gleicher Stelle. Weil die Züge werden mittlerweile immer länger werden. Da hier einfach mehr Passagiere unterwegs sind. Dann macht das Ganze eben schon Sinn. Dass wir es eben so machen. Jetzt brauche ich aber die Linie kurz hier, weil ich möchte da vorne dieses Signal als Wegpunkt reinnehmen. Und zwar von hier nach Lunestedt rein. Das hat einen Hintergrund, dass wir dann hier die Doppelkreuzweiche machen können, ohne dass hier gleich alles durcheinander geweht wird. Und da fehlt noch das Signal. Und auf der ganzen Strecke hier müssen noch die Signale setzen.
gleich auch mal im gleichen Abstand in etwa. Würde ich sagen. Block hinsetzen. Das Ganze hier noch. Da unten haben wir die Bahnhofseinfahrt. Einmal hier. Und einmal hier vorne. Gut. So, ja, da können wir eigentlich den Zug, welcher hier fährt, den gelben hier, werden wir jetzt auch noch so tun runterdüsen lassen. Wir haben auch noch kein Ausfahrtssignal hingesetzt, sehe ich gerade. Das machen wir jetzt hier noch schnell. Das nicht gemacht habe, keine Ahnung. Normalerweise mache ich das immer. Gut. Also dann wollen wir die Linie verlängern. Lunestedt, Neustrelitz. Gehst du wieder über Lunestedt. Und gehst du dann unten noch Solothurn. Man sieht schon, es funktioniert hier schon zweigleisig. Du könntest hier eigentlich aufs zweite Gleis rüber. Auf die 5. Hier ist ja alles zweigleisig unterwegs. Wahrscheinlich da oben beim Bahnhof. Ja, hier macht auch noch was Komisches. Auf der Rückfahrt nach Solothurn, nach Lunestedt gehst du hier lang. Und bei der zweiten Durchfahrt durch den Bahnhof, mit der 12, gehst du auf die 2 rüber. Dann sollte das eigentlich auch passen. Hier werden wir das noch anpassen. Das heißt nicht mehr Lunestedt. Ja, oder wir nehmen hier Neustrelitz raus. Melgarhof haben wir ja auch nicht drin. Dann heißt das Solothurn. Lunestedt, Stuttgart, Köln. Dann müssten wir hier dann wahrscheinlich noch einen weiteren Zug installieren. Oder andere ist, da hinten kommt einer. Ja, wir steigen mal ein. Wir fahren hier jetzt die neue Strecke mit. Ich glaube, die Strecke ist noch nicht mal auf 160 ausgebaut. Die haben immer noch 120 Gleise, die könnten wir dann auch mal noch updaten. Dass wir die auf 160 ausbauen, die Nebengleise hier. Das würde wahrscheinlich dann auch noch relativ viel bringen. Wir bleiben mal in der Standardansicht. Ich glaube, einen weiteren Zug wäre hier, glaube ich, auch noch sinnvoll. Werden wir nachher kurz nachschauen, was wir hier für einen Takt haben. Ja, dann werden wir nachher von
Nun steht nach Solothurn, mitfahren die neue Strecke. Ja, für die Linie könnte man vielleicht auch mal eine bessere Linie bauen, welche ein bisschen gerader verläuft. Haben wir auch noch was nicht repariert, was wir noch verbrochen haben. Ja, ich glaube, der Unestät ist hier, glaube ich, auch schon richtig gewachsen mittlerweile. Ja, und einen Umbau, da werden wir wahrscheinlich nicht drum herum kommen, dass wir die Strecke mal aktualisieren. Weil ich glaube einfach, dass hier das Problem ist, dass die Strecke zu langsam ist. Vor allem so, wie wir sie gebaut haben. Mal schauen, fährt hier überhaupt jemand mit? Der Zug bleibt gerade voll. Also das heißt, die wollen alle nach Solothurn runter. So wie es scheint. Ja, wir werden jetzt hier nach und nach wahrscheinlich die Gleise aktualisieren müssen, um den ganzen Zugverkehr hier ja, so zu gestalten, dass das alles funktioniert. Nein, was ich schon wieder links, da steht auch schon wieder ein Güterzug rum. Ja, die sind schon wieder am Bauen hier. So, und jetzt kommt unsere neue Brücke. Oder die, besser gesagt, die Brückenkonstruktion, die wir hier gemacht haben. Eine Riesenbrücke eigentlich. Da vorne geht es gleich nochmal rüber. Solothurn ist aber auch schon richtig groß geworden hier. An dieser Stelle. Ja, wenn denn da irgendwann den Hybrid dann hier links noch reinfährt, dann haben wir hier noch mehr Passagiere. Der Bahnhof ist jetzt schon gut besetzt. Ja, die fahren wieder zurück. Die sind jetzt gar nicht ausgestiegen. Okay. Jetzt wollte ich gerade sagen, der Zug hier, der fährt auch nicht. Ja, die stehen hier ein bisschen hintereinander. Ich glaube, hier hat jetzt gerade der Takt ein bisschen ausgebremst. Habe ich so das Gefühl.
Ja, jetzt sammelt sie es hier aber auch wieder ordentlich. Wird sich wahrscheinlich dann wieder regulieren. Gut, ja, liebe Freunde, ich würde sagen, das wär's gewesen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn noch kein Abo hat, holt doch eins. Dann werdet ihr auch keine Folge verpassen. Und ja, wir werden schauen, wo wir hier in der nächsten Folge weiterfahren. Ich denke, wir werden wahrscheinlich mal wieder hier oben schauen. Vorzugsweise natürlich hier. Hier haben wir auch schon richtig viele Leute auf der Strecke Köln-Kassel. Da wird wahrscheinlich auch wieder der eine oder andere Zug fällig werden. Zumal wir hier, ja, da haben wir den hier drauf. Ja, da machen wir jetzt gleich wahrscheinlich sogar noch einen anderen Zug drauf. BR452 Kopf. Die können wir. Jetzt wollte ich gerade sagen, wir können die hier hinten kaufen. Die würde ich jetzt sogar noch auf die Reise schicken. Damit wir die haben. Mich das Spiel dann lässt. Ich glaube, den Fahrzeugersatz habe ich ja auch nicht mehr gemacht, glaube ich mal. Ja. Macht eigentlich richtig gutes Geld hier mittlerweile. Die BR. Wo haben wir die gehabt? BR442. Ja, so ein Suchfeld wäre hier eben nicht wirklich schlecht. 442, wo haben wir dich? Die ÖBBs, die funktionieren nicht, das weiß ich. BR 422 war es nicht. Nee, 442 muss ich haben. Das müsste die hier sein. Ist das die dreiteilige? In der Länge. Wo sieht man die denn schon wieder? 122. Ne, da haben wir, glaube ich, eine längere genommen. Die was. Wir könnten die sogar, glaube ich, noch verlängern. Das will ich, glaube ich, mal machen. Dann haben wir nämlich den Fahrzeugersatz auch schon mal. Und dann gibt es hier noch einen zweiten Zug. Und denen. So, du müsstest hier auf Köln-Kassel und ja, viel Spaß auf der Linie. Und dann werden wir gleich mal mit dem Tschüss sagen. Ja, eben, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Bis dahin, alles Gute und bis dann. Tschüss.